Mein Name wegen Mindestabstand. Ich habe Abstand zu ihm gehalten. Das zu mir Kollegen vorher. Kollegen. Zu welchen Kollegen? Ich frage alle. Wir müssen mit der Dame vor Ort im Arm. Das hier weniger ist gedacht. Deswegen sind die Dame im Arm. Das ist sowieso rechtswidrig. Das ist rechtswidrig. Ja. Warum soll ich mir einen Ausweis zeigen? Ich habe nichts Rechtswidriges gemacht. Sie haben die Dame im Arm, haben Sie die Verwaltungsübertretung gesetzt. Einleitung des Strafverfahrens. Schauen Sie mir zu, fertig, dann wissen Sie es, dann erkläre ich Ihnen das, okay? Die Einleitung des Strafverfahrens, das ist notwendig, dass Sie Ihre Identität bekannt geben. Geben Sie uns einfach raus und die Sache ist erledigt. Würden Sie uns gerne... Sie wollen mir eine Strafe geben. Ich möchte das nicht. Dokumentiert das bitte. Habe ich. Ich werde jetzt eine Strafe bekommen. Ich weise Sie darauf hin, dass gemäß § 13 Anton sich jetzt Polizeigesetz diese Amtshandlung gefilmt wird. Okay, wir filmen diese Amtshandlung ab jetzt. Ja? Perfekt, wunderbar. Passt. Lesen Sie das. Perfekt. Ist das nicht Ihre Aufgabe? Aber ja, da kann sich jetzt auch schon zu der Dame kommen. Ist das nicht Ihre Aufgabe? Ich möchte Sie nochmal darauf hinweisen, bitte, dass Sie einen Ausweis geben, nach gemäß 34 GVSG einen Ausweis bekommen. Es ist rechtswidrig. Das werden dann Gerichte von mir aus feststellen. Jetzt ist es festzuhalten, dass Sie mir bitte einen Ausweis geben. Es ist vom Verfassungsgerichtshof festgehalten. Das ist nicht richtig. Das stimmt. Geben Sie mir bitte Ihren Ausweis. Es ist vom Verfassungsgericht. Geben Sie mir bitte Ihren Ausweis. Es ist vom Verfassungsgericht. Geben Sie mir bitte Ihren Ausweis. Lesen Sie das überhaupt? Geben Sie mir bitte Ihren Ausweis. Geben Sie mir bitte Ihren Ausweis. Warum soll ich das machen? Weil Sie verdächtig sind, eine Verwaltungsübertretung begangen haben. Dann zeigen Sie mir zuerst Ihren Amtsausweis. Ich habe einen Dienstausweis, den können Sie gerne Warum haben. Warum haben Sie einen Dienstausweis? Kommen wir zur Seite, wir wollen das nicht auf der Straße. Warum haben Sie? Die Dame, halten Sie jetzt bitte Abstand zur Amtshandlung. Kollegen, halten Sie bitte ein Meter ist Warum? Nein, zu meiner Amtshandlung, halten Sie bitte Abstand. Warum haben Sie einen? Mir einen Ausweis zu geben. Ich werde es gerne ich weise machen. Weise Sie genauso darauf hin, dass diese E-Feststellung gegebenenfalls mit behördlichen Befehls- und Zwangsgewalt ausgeübt werden kann. Okay, geben Sie mir zuerst Ihren Dienstausweis. Legitimiere mich gerne. Da treten Sie zurück. Ja, und ich weise Sie darauf hin, dass Sie einen lächerlichen Dienstausweis haben und keinen Amtsausweis. Nehme ich zur Kenntnis. Ja, nehmen Sie es zur Kenntnis, bitte. Und dass Sie einen mafiösen Staat vertreten, sage ich Ihnen jetzt auch gerade. Nehme ich zur Kenntnis, Ihre private Meinung. Sind Sie stolz drauf? Sie sollten eigentlich, Sie für uns sein und nicht gegen uns arbeiten. Ich private Auskunft geben. Sind Sie stolz drauf, das jetzt zu überprüfen? Schauen Sie. Sind Sie stolz drauf? Einen Dienstausweis vor. Genau, aber kein Amtsausweis. Und Sie führen jetzt Sie führen jetzt nur, Sie führen jetzt, Sie geben mir Dienstnummer. 9016. Bitte schreibt das auf, Alvina. Sie können auch von mir gerne eine Karte haben. Ja, Sie wissen aber, dass Sie privat haften. Die Diensthaftpflichtversicherungsnummer geben Sie uns auch gleich. Ja. Sie haften dafür nämlich privat, für das, was Sie alles verbrechen. Machen Sie bitte trotzdem einen Schritt zurück und fuchteln Sie nicht so zwischen den Kollegen herum. Sie wissen, dass jetzt viele Klagen kommen werden. Ja? Also ich weise Sie nochmal darauf hin. Schauen bitte Sie schön, ich übergebe Ihnen den Dienst. Seid Sie eigentlich stolz, dass Sie den Faschismus unterstützt? Ja? Seid Sie stolz? Hat Sie eigentlich Polizei, hat Sie in die Polizeiakademie gegangen, um einen Faschismus zu unterstützen oder ist Recht vor Unrecht zu schützen? Oder habt ihr nicht auf unsere Verfassung geschworen? Oder haben wir eigentlich gar keine Verfassung? Ihr habt auf die Verfassung geschworen. Und das, was da passiert, ist verfassungswidrig. Ich weise euch darauf hin, dass ihr gegen die Verfassung arbeitet. Ihr arbeitet gegen die Verfassung. Alle. Und ihr macht euch alle mit Schuld an dem, was da noch passiert und was noch kommt. So, Abstand. Danke. 84. 310.
Ich mache Sie aber darauf aufmerksam, wenn dieses Video wieder im Internet auftaucht, ja, zur Datenschutzklage. Kennen Sie. Was wollt ihr verklagen? Ihr seid bei der mafiösen Seite, ihr seid Matrosen, sonst nichts. Ich fehlt euch. Ja. Ihr sagt, ihr seid Beamte und habt selber meinen Amtsausweis. Überlegt einmal. Ihr habt einen Dienstausweis. Ihr seid Bedienstete. Ja, und das funktioniert nur, weil der Staat dahinter ist. Weil der genauso mafiös ist. Ja, wie das ganze System. Ja, ihr könnt lachen. Es befasst euch mal damit. Wenn ihr irgendwann einmal merken solltet, dass ihr einem mafiösen Staat dient, dann sollte euch das mal peinlich sein. Ja? Weil das ist rechtswidrig. Ein Mensch hat das Recht, ein Mensch hat das Recht, kein zu atmen. Wir sind Polizisten, die sich nicht stehen bleiben. Ja, wenn das stimmt, dann ist es schon raus. Ja, sollten Sie da wieder das nicht richtig angehen, gibt es eine Anzeige. Ihr seid keine Beamten. Wunderbar, ich danke Ihnen. Ihr seid Dienstangestellte. Das sind Dienstangestellte. Das sind keine Beamten. Ich weise alle darauf hin. Das sind keine Beamten! Maßregeln Sie sich, sonst kriegen Sie eine Anzeige nach. Und haben keinen Amtsausweis. Ich weise euch darauf hin. Nehmt das zur Kenntnis. Ja? Und es ist rechtswidrig, was ihr macht. Nehmt das hin. Rechtswidrig. Ihr verstoßt gegen unsere Verfassung. Der Staat, ja, der hat etwas Rechtswidriges gemacht, ja, und es ist schon offiziell und ihr alle handelt noch rechtswidrig und ihr solltet das auch wissen. Schaut bitte nach, Verfassungsgerichtshof, ja, also gibt es mir noch meinen Ausweis. Ja, ich habe ein bisschen Konkurrenz. Können Sie mir geben, bitte? Gut, dann eine Anzeige wegen Ordnungsstörung und wegen Lärm. Ja, machen Sie, was Sie wollen. Alles Gute. Was tun Sie mir alles drauf? Ja, ich bin gesund. Ja, na, halten Sie Abstand zu mir. Ich gehe nochmal nach Rheinland. Man braucht Umarmungen. Man braucht Umarmungen. Umarmungen sind wichtig. Umarmungen sind wichtig für die Gesundheit. Das ist faschistisch, dass man uns die Luft wegnehmen will. Diese Masken werden euch nicht die Gesundheit bringen. Diese Masken werden euch nur noch kränker machen. Abstand halten ist nicht für den Menschen gedacht. Der Mensch braucht Liebe. Der Mensch braucht Liebe. Der Mensch braucht Liebe. Das ist rechtwidrig, dass ich angezeigt werde. Ich will nicht, dass ihr mich sowieso verurteilt. Und die Sache ist in Ordnung. Ich will nur, dass das alle Ihre Kollegen wissen. Ja. Deswegen habe ich so geschrien. Weil, wenn hören ich nicht schreie, dann hören Sie das die Leute nicht. Verstehen Sie das? Ja, ich werde auch ich werde die Demo auch nicht weiter stören. Aber es ist zur Kenntnis genommen worden. Natürlich. Und das war mir wichtig. Wunderbar. Das war mir wichtig. Hören Sie auf zum Unterschreien, zweite Abmahnung, okay? Ja, danke. So, ich habe jetzt dafür gesorgt, dass das alle Leute wissen. Natürlich habe ich ein bisschen die Demo gestört, aber was soll's. Alina, ich feier dich. Die Kollateralschäden verbleiben uns. Wesentliche Bestimmungen, die der Bauer. Nein, das ist nicht fair, das ist nicht mehr normal. Es ist Faschismus. Es ist Faschismus. Es ist Faschismus. Und ihr spielt mit. Ihr spielt mit beim Faschismus. Ihr alle. Das kommt alles ins Internet, ich schwöre es euch. Ja, gerne. Gerne, da schau. Na, sicher nicht. Ihr werdet euch alle verantworten müssen. Alle werdet ihr euch verantworten müssen für das, was ihr da habt.